Hallöchen! Heute habe ich eine Rezension für euch, besser gesagt einen Buchtipp zu folgendem Buch. Ich habe es leider nicht mehr da, ich habe es wieder zurückgegeben an meine Mama. Ich hatte es von ihr geliehen. Trotzdem möchte ich es euch vorstellen. Und zwar Vom Mann, der auszog, um den Frühling zu suchen, von Clara Maria Bagus. Das Ganze ist eine sanfte, leichte, leise Geschichte, die aber durchaus großes Potenzial hat, sich auf eine Stufe mit dem kleinen Prinzen zu stellen. Denn ich finde, beide Bücher verbindet diese besondere Atmosphäre, die durchaus einige Lebensweisheiten behandelt und das in einem Format, in dem man nicht das Gefühl hat, belehrt zu werden oder plötzlich als dumm dazustehen. Der Mann, von dem die Sprache ist, der folgt einem Vogel und dieser Vogel schafft es, dort wo er ist, Frühling zu verbreiten. Der Mann ist schon etwas älter, dementsprechend hat er sehr viel Freude daran, beziehungsweise möchte er unbedingt den Frühling erleben und folgt deswegen diesem Vogel. Auf seiner Reise trifft er die ein oder andere Persönlichkeit, einen Müller, ein kleines Mädchen, einen Kapitän. Ja, es sind wundervolle Begegnungen und auch, wie gesagt, eine wundervolle Reise. Der Untertitel ist Eine Reise zur Leichtigkeit und das ist es auch ein Stück weit. Ab und zu hat man das Gefühl, dass man schlucken muss und sich denkt, schlimm, dass das jetzt gerade so in diesem Buch passiert, aber keine Angst, nicht zu viel. Und dennoch hofft man und glaubt man die ganze Zeit daran, dass doch am Ende alles gut wird. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Nach diesem Motto irgendwie funktioniert das Buch und ich fand es sehr, sehr angenehm zu lesen. Ein wundervolles Buch. Ich möchte es mir auch selbst noch kaufen, einfach um es auch da zu haben und jederzeit nochmal lesen zu können. Es sind wundervolle Sätze in diesem Buch, die kann man kaum rausschreiben, denn das Buch besteht fast nur aus solchen Sätzen. Und ja. Also jeder, der ein bisschen was fürs Herz braucht, ein bisschen was für sich braucht, sich dafür interessiert, für Persönlichkeitsentwicklung, für das Leben an sich, für inspirierende Worte, für Weisheiten, die einem vielleicht ab und zu mal weiterhelfen, auch wenn es eine ganz andere Lebenslage ist, dann schaut euch dieses Buch mal an. Ich kann es euch nur empfehlen. Wenn nicht, dann lest zumindest mal rein. Es ist auch wundervoll gestaltet mit dem Vogel vorne drauf. Und ich darf so viel verraten, dass es einen glücklich und zufrieden ein Stück weit zurücklässt, inspiriert, angeregt und durchaus mit einem Lächeln auf den Lippen. Und das ist etwas, das ja besondere Bücher machen. Und dies ist ein besonderes Buch, finde ich. Vielleicht habt ihr auch den Eindruck, ihr wisst jemanden, dem könntet ihr das in nächster Zeit schenken. Durchaus auch. Ich finde, das ist ein wunderbares Buch zum Verschenken, denn es ist eben nicht wie eine Geschichte, eine Trilogie, ein Abenteuer, das erzählt wird, beziehungsweise auf einer ganz anderen Ebene ein Abenteuer. Und diese Reise zur Leichtigkeit ist auch ein bisschen die Reise zu sich selbst. Und die finde ich sehr spannend, dass dieser Mann erst loszieht, um dann irgendwo beziehungsweise irgendwann bei sich anzukommen und diese ganzen Erkenntnisse trifft beziehungsweise bekommt und auch angeregt wird, selbst seine eigenen Weisheiten und Schlüsse daraus zu ziehen. Ja, mehr bleibt mir gar nicht übrig zu diesem Buch zu sagen. Es hat mir auch die Sprache durchaus verschlagen beim Lesen, nach dem Lesen. Viel darüber zu erzählen, zu sagen. Ich konnte das kaum verstehen, denn meine Mutter hat es zuerst gelesen, ich habe es direkt danach gelesen und sie hat mir kaum was darüber sagen können, als sie fertig war, hat nur gesagt, es ist ein wundervolles, super tolles Buch. Und das sehe ich genauso. Deswegen möchte ich es euch empfehlen. Schaut es euch mal an. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann schaut bei einem der nächsten Videos gerne vorbei. Ich freue mich darauf und bis bald. Tschüss!